Na nun, mach aber, dass du fertig wirst, Emil. Deinen guten Anzug habe ich im Schlafzimmer zurechtgelegt. Was für ein Hemd? Liegt alles auf dem Bett. Und zieh die Strümpfe vorsichtig an. Und wasch dich erst gründlich. Los, los. Kannst du mir sagen, wer die guten Anzüge erfunden hat? Nein. Warum willst du es wissen? Gib mir die Adresse und ich erschieß den Kerl. Och, du hast's schwer. Andere Kinder sind traurig, weil sie keinen guten Anzug haben. So hat jeder seine Sorgen. Also, der Koffer ist gepackt. Das Geld für die Großmutter gebe ich dir gleich. Und nun wollen wir Mittagessen. Kommen Sie, junger Mann. Macaroni mit Schinken. Oh. Und schreib sofort eine Karte. Wird gemacht. Und pass gut auf. In Berlin geht es anders zu als bei uns in Neustadt. Mhm. Und benimm dich anständig. Mein großes Ehrenwort. So, Emil. Hier sind 140 Mark. Ein 100-Markschein und zwei 20er. 120 gibst du der Großmutter. Die 20, die übrig bleiben, behältst du. Ja. Davon kaufst du dir die Fahrkarte, wenn du wieder heimfährst. Das macht ungefähr 10 Mark. Vom Rest bezahlst du, wenn ihr ausgeht, was du isst und trinkst. Außerdem ist es immer gut, wenn man ein paar Mark in der Tasche hat für alle Fälle. Mhm. Pass mir ja gut auf, dass du das Geld nicht verlierst. Ich stecke es in einen Briefumschlag. Wo willst du es hin tun? Hier, in die rechte innere Jackentasche, tief hinein. So, da klettert es nicht raus. Und erzähle keinem Menschen im Zug, dass du so viel Geld bei dir hast. Aber Muttchen, was denkst du denn? Ich bin doch nicht von gestern. Manche von euch werden sicher der Ansicht sein, man brauche sich wegen 140 Mark wahrhaftig nicht so gründlich zu unterhalten wie Frau Tischbein mit ihrem Jungen. Und wenn jemand viele tausend Mark im Monat verdient, hatte das ja auch nicht nötig. Aber, falls ihr es nicht wissen solltet, die meisten Leute verdienen viel, viel weniger. Und wer pro Woche 35 Mark verdient, der muss, ob es euch gefällt oder nicht, 140 Mark, die er gespart hat, für sehr viel Geld halten. Emil hat keinen Vater mehr. Doch seine Mutter frisiert in ihrer Stube. Sie wäscht blonde Köpfe und braune Köpfe und arbeitet unermüdlich, damit sie zu essen haben und die Gasrechnung, die Kohlen, die Miete, die Kleidung und die Schulbücher bezahlen können. Könnt ihr es begreifen und werdet nicht lachen, wenn ich euch jetzt erzähle, dass Emil ein Musterknabe ist. Seht, er hat seine Mutter sehr lieb. Und er würde sich zu Tode schämen, wenn er faul wäre, während sie arbeitet. Da sollte er seine Schularbeiten verbummeln? Da sollte er, wenn er sich machen ließe, die Schule schwänzen? Er sieht doch, wie sie sich müht, ihn nichts von dem entbehren zu lassen, was die anderen Schüler haben und bekommen. Nein, er kann sie nicht beschwindeln und ihr Kummer machen. Emil ist also ein Musterknabe. Aber keiner von der Sorte, die nicht anders kann, weil sie feig ist und geizig und nicht richtig jung, sondern weil er einer sein will. Und oft fällt es ihm recht schwer. Wenn er aber zu Ostern nach Hause kommt und sagen kann, dass er wieder der Beste ist, dann ist er sehr zufrieden. Nicht deshalb, weil es ihm, sondern weil es seiner Mutter Freude macht. Er ist stolz darauf, dass er ihr auf seine Weise ein bisschen vergelten kann, was sie für ihn tut. Immerzu, ohne müde zu werden. Lass nichts liegen, mein Junge. Und verpass nicht auszusteigen. Du kommst 18.17 Uhr in Berlin an, am Bahnhof Friedrichstraße. Steig ja nicht vorher aus, etwa am Bahnhof zu oder auf einer anderen Station. Nur keine Bange, junge Frau. Und wirf das Papier nicht auf den Fußboden, wenn du deine Brote isst. Und verlier das Geld nicht. Nee, nee. Und du, Mutchen,
Überarbeite dich nicht und werde ja nicht krank. Du hättest ja niemanden, der dich pflegen könnte. Wiedersehen, Muttchen. Also Friedrichstraße aussteigen. Mhm. Und Großmutter wartet am Blumenstand. Mhm. Und benimm dich, du Schurke. Mhm. Und sei nett zu Ponyhütchen. Mhm. Und schreib mir. Du mir auch. Guten Tag. Darf ich mich hierher setzen? Natürlich. Höflicher junger Mann. Ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Bitte sehr, bitte sehr. Schönes Wetter heute, nicht? Hm, es geht. Na, wie wär's mit ein Stückchen Schokolade, junger Mann? Hm? Danke, ich bin so frei. Emil Tischbein ist mein Name. Sehr angenehm, ich heiße Grundeis. Wohin fährst du denn? Ich fahre nach Berlin. Ah, nach Berlin? Ja, und meine Großmutter wartet am Bahnhof Friedrichstraße, am Blumenstand. Kennst du Berlin schon? Nein. Na, da wirst du aber staunen. In Berlin gibt es neuerdings Häuser, die sind 100 Stockwerke hoch. Und die Dächer hat man am Himmel festbinden müssen, damit sie nicht fortwehen. Und wenn es jemand besonders eilig hat und er will in ein anderes Stadtviertel, so packt man ihn auf dem Postamt rasch in eine Kiste, steckt die in eine Röhre und schießt sie zu dem Postamt in das Viertel, wo er hin möchte. Und wenn man kein Geld hat, geht man auf die Bank und lässt sein Gehirn als Pfand dort und da kriegt man 1.000 Mark. Der Mensch kann nämlich nur 2 Tage ohne Gehirn leben. Und er kriegt es von der Bank erst wieder, wenn er 1.200 Mark zurückzahlt. Na, und was es sonst noch alles gibt? Och, du wirst staunen. Na, das sind aber ziemlich komische Geschichten. Ja, ja. In Berlin gibt's lauter solche Sachen. In Berlin? Emil gefiel das gar nicht. Er tastete rasch die rechte Jackentasche ab und hörte das Papier knistern. Der Herr mit dem steifen, schwarzen Hut da gegenüber kam ihm seltsam vor. Emil sah aus dem Fenster und sie schwiegen beide. Dann wollte er wieder an seine Jackentasche fassen. Er wagte es aber nicht, sondern ging auf die Toilette, holte dort den Briefumschlag aus der Tasche, zählte das Geld, es stimmte immer noch, und war ratlos, was er machen sollte. Endlich kam ihm ein Gedanke. Er nahm eine Nadel, die er immer im Jackenkragen trug, steckte sie erst durch die 3 Scheine, dann durch das Kuvert und schließlich durch das Anzugfutter. Er nagelte sozusagen sein Geld fest. So, dachte er, nun kann nichts mehr passieren. Und dann ging er wieder ins Abteil. Herr Grundeis hatte sich in seiner Ecke gemütlich gemacht und schlief. Emil war froh, dass er sich nicht zu unterhalten brauchte und schaute hinaus. Bäume, Windmühlen, Felder, Fabriken, Kuhherden, winkende Bauern zogen draußen vorbei. Und es war sehr hübsch anzusehen, wie sich alles vorüberdrehte, fast wie auf einer Grammophonplatte. Aber schließlich kann man nicht stundenlang durchs Fenster starren. Herr Grundeis schlief immer weiter und schnarchte ein bisschen. Emil wäre gern auf und ab marschiert, aber dann hätte er den anderen geweckt, und das wollte er ganz und gar nicht. Er lehnte sich also in die Ecke und betrachtete den Schläfer. Warum der Mann nur immer den Hut aufbehielt? Ein längliches Gesicht hatte er, einen ganz schmalen, schwarzen Schnurrbart und 100 Falten um den Mund. Und die Ohren waren sehr dünn und standen weit ab. Wupp! Emil zuckte zusammen und erschrak. Beinahe wäre er eingeschlafen. Das durfte unter keinen Umständen. Ach, wenn doch wenigstens jemand zugestiegen wäre. Der Zug hielt ein paar Mal, aber es kam kein Mensch. Dabei war es erst 4 Uhr und Emil hatte noch über 2 Stunden zu fahren. Er fiel fast von der Bank, schon wieder eingeschlafen. Er kniff sich in die Beine, aber es wollte nichts nützen. Er versuchte es mit Zählen. 1, 2, 3,
4. Aber die 5 lief ihm weg. Und die 6 bekam plötzlich Hände und winkte ihm. Die 7 gar steckte ihm die Zunge heraus. Und die 8 konnte er nicht finden. Er musste sie suchen gehen. Jemand hatte sie ihm weggenommen. Warum nur 8. Als er aufwachte, setzte sich die Bahn eben wieder in Bewegung und Emil war sehr erschrocken. Er wusste nicht recht, weswegen. Sein Herz pochte wie ein Dampfhammer. Da hockte er nun in der Eisenbahn und hatte fast vergessen, wo er war. Da fiel es ihm portionsweise wieder ein. Richtig, er fuhr nach Berlin und war eingeschlafen. Genau wie der Herr im steifen Hut. Emil setzte sich mit einem Ruck bolzengerade und flüsterte: Er ist ja fort. Die Knie zitterten ihm und er wagte nicht, sich zu rühren. Dort drüben hatte der Mann, der Grundeis hieß, gesessen und geschlafen. Und nun war er fort. Natürlich konnte alles in Ordnung sein, denn eigentlich war es albern, gleich ans Schlimmste zu denken. Es mussten ja nicht alle Menschen nach Berlin-Friedrichstraße fahren, nur weil er hinfuhr. Und das Geld war gewiss noch an Ort und Stelle. Erstens steckte es in der Tasche, zweitens steckte es im Briefumschlag und drittens war es mit einer Nadel am Futter befestigt. Also ergriff sich langsam in die rechte innere Tasche. Die Tasche war leer. Das Geld war fort. Emil befühlte die Jacke von außen. Er durchwühlte die Tasche. Es blieb dabei, die Tasche war leer und das Geld war weg. Nichts als die Stecknadel war übrig geblieben. Einen Augenblick stand Emil ganz erstarrt still. Dann rollten ihm Tränen aus den Augen. Er weinte wegen des Geldes und er weinte wegen seiner Mutter. Na, wer das nicht versteht und wäre er noch so tapfer, dem ist nicht zu helfen. Emil wusste, wie seine Mutter monatelang geschuftet hatte, um die 140 Mark für die Großmutter zu sparen und um ihn nach Berlin schicken zu können. Und kaum saß der Herr Sohn im Zug, so lehnte er sich auch schon in eine Ecke, schlief ein, träumte verrücktes Zeug und ließ sich von einem Schweinehund das Geld stehlen. Prachtvoll war das. Und das alles wegen eines Kerls, der den Kindern Schokolade schenkte und tat, als ob er schliefe. Und zu guter Letzt raubte er sie aus. Pfui, Spinne, das war eine feine Welt. In Schnellzügen konnte man wenigstens durch die Wagen laufen, von einem Ende des Zuges zum anderen bis ins Dienstabteil und Diebstähle melden. Aber hier, in so einem Bummelzug, da musste man bis zur nächsten Station warten. Und inzwischen war der Mann im steifen Hut über alle Berge. Wie spät mochte es sein? Wann kam Berlin? An den Fenstern des Zuges wanderten große Häuser vorüber und hohe schmutzig-rote Schornsteine. Wahrscheinlich war das schon Berlin. An der nächsten Station musste er den Schaffner rufen und ihm alles erzählen. Und der würde es schleunigst der Polizei melden. Ach, auch das noch. Jetzt kriegt er es auch noch mit der Polizei zu tun.
Er hatte nämlich kürzlich was Dummes gemacht in Neustadt und hatte deswegen ein schlechtes Gewissen. Nein, der Polizei konnte er sich nicht anvertrauen. Er holte den Koffer aus dem Gepäcknetz, setzte die Mütze auf, steckte die Nadel wieder in den Jackenaufschlag und machte sich fertig. Er hatte zwar keine Ahnung, was er beginnen sollte, aber hier hielt er es keine 5 Minuten länger aus, das stand fest. Inzwischen verlangsamte der Zug seine Geschwindigkeit. Dann fuhr er an Bahnsteigen vorbei. Der Zug hielt. Emil schaute durchs Fenster und erblickte ein Schild, darauf stand »Zoologischer Garten«. Er beugte sich weit aus dem Fenster. Da bemerkte er in einiger Entfernung und zwischen vielen Menschen einen steifen, schwarzen Hut. Wenn das der Dieb war, vielleicht war er gar nicht ausgestiegen, sondern nur in einen anderen Wagen gegangen. Im nächsten Augenblick stand Emil auf dem Bahnsteig, packte den Koffer kräftig an und rannte, so sehr er konnte, dem Ausgang zu. Wo war der steife Hut? Der Junge stolperte den Leuten vor den Beinen herum. Die Menschenmenge wurde immer dichter und undurchdringlicher. Da! Dort war der steife Hut. Emil schlängelte sich wie ein Indianer durch die Menschenmassen. Dort, dort, das war der Kerl, Gott sei Dank, das war der Grundeis. Eben schob er sich durch die Sperre und schien es eilig zu haben. Warte nur, du Kanaille, dachte Emil, dich kriegen wir. Ich möchte bloß wissen, was das heißen soll. Was das heißen soll. Jetzt ist es schon 18.20 Uhr. Der Zug müsste doch längst da sein. Hat vielleicht Verspätung. Lauf doch mal, Pony, frag den Beamten an der Sperre. Ja, Großmutter. Der Zug ist längst rein. Was macht da bloß passiert sein? Wenn er überhaupt nicht abgefahren wäre, dann hätte seine Mutter doch telegrafiert. Aber verkehrt ausgestiegen ist. Aber wir haben es doch ganz genau beschrieben. Ich werde daraus auch nicht schlau. Sicher ist er verkehrt ausgestiegen. Jungen sind manchmal furchtbar blöde. Ob wir noch länger warten sollen? Das hat wirklich keinen Zweck. Da können wir ja stehen, bis wir schwarz werden. Ob es hier noch einen anderen Blumenstand gibt? Nee, ich hab schon geguckt. Wäre ja auch komisch. Was wollte ich bloß noch sein? Richtig, der nächste Zug aus Neustadt kommt hier um 20.33 Uhr an. Das ist kurz nach 8:30. Wir gehen jetzt hübsch nach Hause und Punkt 8 Uhr fahrt mit dem Rad wieder hierher. Und wenn er dann immer noch nicht da ist, kriegt er einen Hunschen meinen Brief von mir. Na, nun drück dich mal ein bisschen gewählter aus, Polly. Kriegt er einen Brief, der sich gewaschen hat, kann man auch sagen. Ach, die Sache gefällt mir nicht. Die Sache gefällt mir nicht. Der Dieb ging langsam über den Bahnhofsplatz und Emil vorsichtig hinterher. Da kam die Straßenbahn 177. Grundeis zögerte einen Augenblick und stieg dann in den Triebwagen. Emil rannte zum Anhänger, wuchtete seinen Koffer hinauf und kletterte nach. So, das war überstanden. Das war also Berlin. Diese Autos. So ein Krach und hohe, hohe Häuser. Da hielt die Straßenbahn zum ersten Mal. Emil ließ den Triebwagen nicht aus den Augen. Aber niemand stieg aus. Plötzlich fiel ihm ein, dass er ja kein Geld hatte. Na, ihm wurde ganz heiß. Ja, was nun? Wenn er erzählte, dass jemand ihm das Geld gestohlen hätte, so würde kein Mensch ihm das glauben. Ah, so sind die Erwachsenen. Ach, da kam auch schon der Schaffner. Und Emil stotterte etwas vom verlorenen Geld. Und wenn ich ein freundlicher Herr dem aufgeregten Jungen einfach einen Fahrschein gekauft hätte, so wäre Emil jämmerlich im großen Berlin stecken geblieben. Die Straßenbahn hielt und fuhr und hielt wieder und fuhr weiter. Aber auf keiner Station konnte Emil unter den Aussteigenden den Mann im steifen Hut erkennen. Endlich, als Emil schon Angst bekam, er hätte nicht ordentlich aufgepasst, sah er Herrn Grundeis aus dem Wagen steigen.
Emil bedankte sich rasch noch einmal bei dem freundlichen Herrn, nahm seinen Koffer und stieg auch aus. Der Dieb ging auf die andere Straßenseite, blieb zunächst unschlüssig stehen und schritt dann die Stufen zu einer Kaffeeterrasse hinauf. Jetzt hieß es wieder einmal vorsichtig sein, wie ein Detektiv, der Flöhe fängt. An der Ecke entdeckte Emil einen Zeitungsstand und lief, so schnell er konnte, dahinter. Ah, das Versteck war ausgezeichnet. Der Mann hatte sich auf die Terrasse gesetzt, dicht ans Geländer, rauchte eine Zigarette und schien seelenvergnügt. Emil fand es abscheulich, dass ein Dieb überhaupt vergnügt sein kann. Aber was hatte es nun für einen Zweck, dass er wusste, der Mann säße im Café, tränke helles Bier und rauchte Zigaretten. Wenn der Kerl jetzt aufstand, konnte die Rennerei weitergehen. Blieb er aber, dann konnte Emil dastehen, bis er einen langen, grauen Bart kriegte. Na Mensch, fall nur nicht gleich vom Stühlchen. Wer hat denn eben hinter mir gehupt? Na, ich natürlich. Na, du bist wohl nicht von hier, wie? Sonst wüsstest du doch längst, dass ich eine Hupe in der Hosentasche habe. Ich bin hier nämlich bekannt wie eine Missgeburt. Ich bin aus Neustadt. Aber lass mich, ich hab jetzt keine Zeit. So. Ich dachte ja, du hättest viel Zeit. Stellt dich hinter eine Zeitungsbude und spielt mit sich selber Verstecken. Nein. Ich beobachte einen Dieb. Was? Ich verstehe immer Dieb. Wen hat er denn beklaut? Mich. In der Eisenbahn. Während ich schlief. 140 Mark. Die sollte ich meiner Großmutter hier in Berlin geben. Dann ist er in ein anderes Abteil geturnt und am Bahnhof Zoo ausgestiegen. Ich natürlich hinterher, kannst du dir denken. Dann auf die Straßenbahn. Und jetzt sitzt er da drüben im Café. Und der da mit dem steifen Hut. Na Mensch, das ist ja großartig. Das ist ja wie im Kientop. Und was nun? Keine Ahnung. Immer hinterher. Weiter weiß ich auch nichts. Na sagte doch dem Schuper da drüben. Der nimmt einen Hopp. Nee, ich mag nicht. Ich hab bei uns in Neustadt was ausgefressen. Da sind sie nun vielleicht scharf auf mich. Ah, verstehe. Und am Bahnhof Friedrichstraße wartet meine Großmutter. Also ich finde die Sache prima. Ganz große Klasse, Ehrenwort. Und wenn du nichts dagegen hast, dann könnte ich dir ja behilflich sein. Oh, da wäre ich dir kolossal dankbar. Quatsch nicht, Krause. Das ist doch klar, dass ich mitmache. Ich heiße übrigens Gustav. Und ich Emil. Nur aber los, sonst geht uns der Schuft noch durch die Lappen. Wie wäre denn das, wenn du noch ein paar Freunde hier holtest? Mensch, die Idee ist hervorragend. Ich brauche doch bloß ein bestimmtes Zeichen zu hupen. Gleich sind sie hier. Mach das mal. Sag mal, hast du noch ein bisschen Geld? Nee, kein Sechser. Na lass mal, das kriegen wir schon. Auf jeden Fall sitzt der Kerl noch da. Ah, da kommen ja schon welche. Wo brennt's denn? Was ist denn? Alles los, was liegt da? Also, meine Herrschaften. Das ist Emil. Der ist beklaut worden. 140 Mark. Da drüben sitzt der Schweinhund von Dieb. Ja, der da mit der schwarzen Melone auf dem Dach. Den müssen wir kriegen. Und ihr müsst helfen. Klar, Mensch. Ehrenwort. Na, das ist eine Sache. Wenn wir den Bruder entwischen lassen, nennen wir uns ab morgen alle Moritz. Du pass mal auf, Emil. Der da mit der Hornbrille, das ist der Professor. Und der Kleine da, der heißt Dienstag. Und das hier ist Krumbi. Und da ist noch der Mittenzwei. Guten Tag, Emil. Tag. So. Ja, und zuerst will ich gern mal meinen Koffer los. Und ich muss meiner Großmutter einen Zettel schreiben. Sonst rennt die noch zur Polizei. Kann mir das jemand besorgen? Schumannstraße 15. Mach ich. So schnell wie ein Feuermelder. Dann schreib mal. Dann brauchen wir noch Geld. Jeder muss sehen, was er hat. Na, Dienstag, du sammelst mal ein, ja? Ja. Habt ihr denn überhaupt einen Apparat für Fingerabdrücke? Vielleicht hat er so hier irgendwie einen Schuh getragen. Dann kann man ihm ja nichts nachweisen. Ihr seid wohl im Kriminalfilm gewesen, was? Und das euch nicht gut bekommen. Aber einen Revolver brauchen wir. Ach, das ist viel zu gefährlich. Na, Gefahr ist eben dabei. Und wer Angst hat, geht am besten schlafen. 5,70 Mark haben wir. Na ja, schön. Das ist ja nicht viel. Aber es hilft über die erste Not. Hab vielen Dank. Wenn wir ihn haben, gebe ich euch das Geld wieder. Kiek mal, der Mausehagen, der drüben im Café kriegt ja noch ein neues Bier. Der bleibt also noch eine Weile. So, hört euch mal den Brief an, ob das alles verständlich ist. Liebe Großmutter, sicher hast du Sorge, wo ich bin. Ich bin in Berlin.
kann aber leider noch nicht kommen, weil ich vorher was Wichtiges erledigen muss. Frage nicht, was. Und ängstige dich nicht. Der Junge mit dem Brief ist ein Freund und weiß, wo ich stecke. Darf es aber nicht erzählen. Ich freue mich auf dich. Schönen Gruß an Ponyhütchen. Dein treuer Enkel Emil. Gut, Emil. Großartig. Gib her, ey, kau ab. Den Koffer nehme ich gleich mit. Schumannstraße 15. Aber was mache ich, wenn ich zurückkomme und ihr seid schon hinter dem Kerl hier? Moment. Pass auf, Dienstag. Ihr habt doch Telefon. Ja. Wie ist eure Nummer? 28 45 71. Gut. Schreib mir auf 6 kleine Zettel die Nummer und gib sie ihm. So, Dienstag. Du bist die Telefonzentrale. Du weißt immer, wo die Detektive sind und was los ist. Wer was erfahren will, ruft einfach den kleinen Dienstag an und kriegt von ihm genauen Bescheid. Ich bin doch aber nicht zu Hause. Doch, du bist zu Hause. So wie wir hier wegrennen müssen, läufst du nach Hause und bedienst das Telefon. Oh, ich möchte aber lieber dabei sein, wenn der Verbrecher gefangen wird. Gerade kleine Jungs kann man dabei gut gebrauchen. Du gehst nach Hause und bleibst am Telefon. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Posten. Du bist unser Verbindungsmann. Warum gerade ich? Ich kann so gut schleichen. Ich wäre unerhört als so eine Art Polizeihund. Und bellen kann ich auch. Quatsch nicht. Hier tut jeder seine Pflicht. Du musst ans Telefon, anders geht's nicht. Na schön, wenn ihr wollt. So, Kumbiel, nun aber ab mit Koffer und Brief. Ab! Parole Emil! Parole Emil! Parole Emil! Parole Emil! Parole Emil! Na, unser feiner Freund da drüben hat ja Sitzfleisch. Das ist doch gut, da haben wir noch Zeit. Los, wer zu Hause wartet, wird läuft schnell hin und sagt, dass es vielleicht spät wird heute Abend. Mach ich! Vielleicht kann einer noch ein paar Stollen mitbringen. Jawohl, jawohl! Ihr Holzköppe, ihr quatscht von Essen und Verbindungsmännern, aber wie ihr den Kerl kriegt, das besprecht er nicht. Ja, ihr Studienräte. Ach du Christemotten, wir rennen einfach hinterher und klauen ihm das Geld wieder. Du werd bloß nicht drollig, dann bist du doch selbst ein Dieb. Quatsch dir keine Fransen. Ordnung! Kalt euch morgen. Was sind denn das für Zustände? Ihr benehmt euch ja wie Kinder. Der Professor hat recht. Wenn ich jemandem heimlich was wegnehme, bin ich ein Dieb. Ob es ihm gehört oder ob er es mir erst gestohlen hat, ist egal. Genau so ist es. Tut mir den Gefallen und haltet keine klugen Reden, die nichts nützen. Wie wir uns den Halunken kaufen, können wir noch nicht wissen. Jedenfalls steht fest, dass er freiwillig wieder hergeben muss. Stehlen wir Idioten. Das verstehe ich nicht. Was mir gehört, gehört eben mir. Auch wenn es in der fremden Tasche steckt. Das sind Unterschiede, die sich schwer begreifen lassen. Moralisch bist du meinetwegen im Recht. Aber das Gericht verurteilt dich trotzdem. Das verstehen so ja viele Erwachsene nicht. Aber so ist es. So, jetzt rufe ich meinen Vater an und sage, dass ich vorläufig nicht kommen kann. Donnerwetter nochmal, gibt's in Berlin famose Eltern. Ah, glaub bloß nicht, dass alle so gemütlich sind. Doch, doch, der Durchschnitt ist ganz brauchbar. Ist ja auch das Gescheiteste. Weißt du, auf diese Weise werden sie nicht belogen. Ich habe meinem Vater versprochen, nicht zu tun, was unanständig oder gefährlich ist. Und solange ich das Versprechen halte, kann ich machen, was ich will. Ist ein glänzender Kerl, mein Vater. Wirklich famos. Aber hör mal, vielleicht wird's heute doch gefährlich. Er hat gesagt, ich soll immer genauso handeln, als wenn er dabei wäre. Und das tue ich heute. Du, ich bin dir sehr dankbar. Klarer Fall. Er steht auf. Mensch. Oh. Auf ihn, hinterher. Dienstag, los ans Telefon. Parole Emil. Hinterher. Der Dieb stand vor dem Café und betrachtete sich die Gegend, als wäre er in der Schweiz. Die Jungen spähten vorsichtig hinter der Zeitungsbude hervor und zitterten vor Spannung. Der Mann im steifen Hut musterte die Vorübergehenden. Dann winkte er blitzartig einem leeren Taxi. Das Auto hielt, der Mann stieg ein, das Auto fuhr weiter. Die Jungen waren sprachlos. Aber nur für 2 Sekunden. Dann saßen sie schon in einem anderen Auto und sagten dem Chauffeur, er solle das voranfahrende Taxi verfolgen. Ja, das mit der Nummer 3733, da säße ein Dieb drin. Und Geld? Natürlich hätten sie auch. Los, immer hinterher. Beim ersten Rotlicht kamen sie ganz nah heran. Sie duckten sich, damit der Grundeis nicht etwa aufmerksam würde. Sie duckten sich geradezu vorbildlich. Der
Der Chauffeur drehte sich um und musste lachen. Die Fahrt dauerte gar nicht lange. Ein paar Straßen noch kreuz und quer, dann hielt das erste Auto direkt vor einem Hotel, das zweite ein Stückchen dahinter. Herr Grundeis stieg aus, zahlte und verschwand hinter den großen Glastüren. Hotel, Kreid, lasen die Kinder, bezahlten rasch ihre 2,80 Mark und verdrückten sich seitlich auf einen Hof neben dem Hotel, von wo aus sie die Tür gut im Auge behalten konnten. Zuerst ging Gustav in eine Telefonzelle und meldete dem kleinen Dienstag den neuen Standort. Dann standen sie lange Zeit und warteten, ob der Dieb wieder herauskäme. Aber nichts rührte sich. Allmählich wurde es dunkel und auch ein bisschen kalt. Und ihr könnt euch denken, dass mancher der Junge nun eigentlich ganz gern nach Hause gegangen wäre. Ob die Eltern schon sehr böse waren. Aber man konnte doch Emil nicht einfach im Stich lassen. Heute kriegen wir ihn sicher nicht mehr. Ist ja nicht gerade sehr komfortabel, hier die ganze Nacht zu stehen. Na, besser als wenn er jetzt noch stundenlang mit dem Auto rumsaust und essen geht und tanzen und so. Dafür reicht unser Geld nämlich nicht. Na, guck mal da, ich werd wahnsinnig. Das ist doch meine Cousine Ponyhütchen. Und hinten auf dem Rad der Krummbiel. Tag, Emil, du Rabe. Na, so wat. Kommt nach Berlin und dreht gleich einen Film. Ich wollte nämlich gerade noch zum Bahnhof Friedrichstraße. Da kam dein Freund Krummbiel mit dem Brief. Prima Kelvings, ich gratuliere. Na ja, ich hab bloß getan, was nötig war. Ich bin natürlich ausgekratzt. Ich hab Großmutter stehen den Brief raufgebracht und ihn dir vorgelesen. War sie böse? Nee, nur schrecklich aufgeregt. Ich muss auch gleich wieder nach Hause. Sonst alarmiert sie noch die Polizei. Denn noch ein Kind weg, an einem selben Tag, der hielt ihre Nerven nicht aus. Hier, Pony, das ist der Professor. Sehr angenehm, Herr Professor. Endlich lerne ich mal einen richtigen Detektiv kennen. Wo ist denn der Gangster? Im Hotel 3. Da, hier nebenan. Ja. Da oben wohnt er. Nach morgen schnappt ihr den Kunden doch hoffentlich. Hier ist mein Taschengeld. Alles, was ich hab. Kauft euch ein paar Zigarren. Männer brauchen das. Und nun mag ich mal dünner. Morgen bin ich wieder da. Wo werdet ihr denn schlafen? Lieber Himmel, ich blieb ja zu gerne hier und würde euch Kaffee kochen. Aber was soll man machen? Ein anständiges Mädchen gehört in die Klappe. So, auf Wiedersehen, meine Herren. Mach's gut, Emil. Verfluch noch mal. Ich werd schwach. Das ist ja eine Schönheitskönigin. Die Zeit verging langsam. Emil hatte das Gefühl, es müsste etwas geschehen. Man konnte doch nicht die ganze Nacht das Hotel ohne Spion lassen. Aber einfach reingehen und zum Portier sagen, hören Sie mal, wir sind so frei und setzen uns auf die Treppe, das ging natürlich auch nicht. Und er konnte es schon gar nicht tun. Ob's nicht im Hotel einen Jungen gab, der den Fahrstuhl bediente? Wenn nun einer von den Freunden hinginge und dem erzählte, was los ist, vielleicht wusste der einen Rat. Der Tipp war nicht übel. Und der Professor ernannte Emil dafür zum Ehrendoktor von Berlin. Gustav erbot sich, die Sache zu übernehmen. Und die anderen sahen gespannt hinter ihm her, wie er im Portal verschwand. Die Halle war leer. Nur ein Junge in knapper grüner Weste mit blitzgoldenen Knöpfen stand am Fahrstuhl und langweilte sich. Gustav winkte ihn zu sich heran und redete ein bisschen hin und her. Er rückte natürlich nicht gleich mit der ganzen Geschichte heraus. Er ließ nur mal ein Wort fallen wie Geld und Detektive. Und erst als er merkte, dass der andere neugierig wurde, erzählte er alles von A bis Z, von Emil und dem Dieb, und dass der im Hotel wohne und Grundeis heiße. Und der kleine Liftboy war doch noch ein richtiger Junge. Er war sogar ein echter Berliner Junge. Er wurde ganz rot vor Eifer und Hilfsbereitschaft. Er berichtete, dass Herr Grundeis im Zimmer 61 wohne. Er selbst habe ihn hinaufgefahren und der Herr habe gesagt, er wolle um 8 Uhr früh geweckt werden. Und ein Kämmerchen sei oben frei, sagte der Boy. Da könnten Gustav und Emil schlafen. Und der Portier? Nein, der habe bestimmt nichts dagegen. Der sei nämlich sein Vater. Auf keinen Fall sollten sie die ganze Nacht da draußen stehen. Na, das war ein Wort. Abgemacht und Dankeschön. Gustav rannte zu den anderen hinaus, stolz über seinen Erfolg und wurde gebührend bewundert.
Die Jungen verabredeten sich für morgens 8 Uhr am gleichen Platz. Emil und Gustav gingen zurück ins Hotel und die anderen stürmten nach Hause. Aber den kleinen Dienstag, den hatten alle längst vergessen. Wie dankbar war Emil, als er oben im Dachkämmerchen neben Gustav unter seine Wolldecke schlüpfte. Eine Weile tuschelten sie noch erregt miteinander und dann schliefen sie ein. Draußen erloschen die Lichtreklamen. Auf den Straßen wurde es still und auch im Zimmer 61 wurde das Licht ausgemacht. Nur der kleine Dienstag saß noch in Vaters Lehnstuhl neben dem Telefon. Er verließ seinen Posten nicht. Er schlief und träumte von 4 Millionen Telefongesprächen. So fanden ihn die Eltern, als sie nach Hause kamen. Die Mutter nahm ihn hoch und trug ihn in sein Bett. Er zuckte zusammen und murmelte noch im Schlaf: Parole, Emil. Seid ihr ja alle. Na, da bin ich ja früh noch. Hab ich mir doch gedacht, dass unser feiner Herr Jauner nicht früher aus der Klappe fällt. Hier, ich hab euch ein paar Buttersemmel mitgebracht. Oh, oh ja, gib her, gib her. Oh, ich hab mächtigen Hunger. Dachte ich mir. Ja, ja, ist eben doch was anderes, wenn eine Frau im Hause ist. Im Hofe. Wie geht's denn in der Schumannstraße? Danke, ein News von der Jo-Mutter und du sollst bald kommen. Da ist er. Grundeis. Warte, du jetzt müssen wir hinterher. Kinder, ich bin gespannt wie ein Regenschirm. So, wir müssen hinterher. Fahr nach Hause, Pony. Das ist nichts für Mädchen. Komm bald, Emil. Und viel Glück. Ja, ja, danke. Jetzt wird spannend. Wo ist er denn? Er ist in einem Haus verschwunden. Los, hier drinnen ist er. Kommerz- und Privatbank. Aha, jetzt kann's losgehen. Bleib du noch draußen, Emil. Wir gehen drin. Und wenn ich hupe, kannst du nachkommen. So, nun geht's los. Er geht an einen Schalter. Los, kommt. Sie wünschen? Wollen Sie mir bitte schön einen 100-Mark-Schein in 2,50er umtauschen und für 40 Mark Silber geben? Einen Moment, das Geld ist gestohlen. Was? Das Geld gehört gar nicht dem Herrn. Er hat es einem Freund von mir gestohlen und will es nur umtauschen, damit man ihm nichts nachweisen kann. So was von Frechheit ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen. Entschuldigen Sie, du frecher Bengel. Dadurch wird die Sache auch nicht anders. Das ist wahr. Bestimmt. Er hat das Geld gestohlen. Er ist ein Spiel. Was zum Donnertier ist denn mit euch los? Behaupten einfach, ich hätte das Geld gestohlen. So ist es auch. Und 2 20-Mark-Scheine hat er mir gestohlen. Ja, ja. Gestern im Zug, der von Neustadt nach Berlin fuhr, während ich schlief. Ja, kannst du denn das auch beweisen? Ich bin seit einer Woche in Berlin. So ein verdammter Lügner. Kannst du denn nachweisen, dass dieser Herr derselbe ist, mit dem du gestern im Zuge saßest? Das kann er natürlich nicht. Hast du einen Zeugen? Nein, das nicht. Können Sie beweisen, dass Sie gestern nicht mit dem Zug gefahren sind? Selbstverständlich.
Ich wohne im Hotel Kreid. Aber erst seit gestern Abend. Seit er aus dem Zug raus ist, sind wir immer hinter ihm her gewesen. Ja, das stimmt. Er hat gestern im Café Kaiser gesessen und ist gleich ins Hotel gefahren. Und wir am Taxi hinterher. Ja, ja, immer hinterher. Na, ihr scheint ja nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Wir werden das Geld am besten vorläufig hier behalten, bis der Fall geklärt ist, Herr, Grundeis heißt er. Da sehen Sie, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss. Ich heiße Müller. Oh, wie gemein er lügt. Mir hat er im Zug erzählt, dass er Grundeis heißt. Haben Sie Ausweispapiere? Leider nicht bei mir. Aber wenn Sie einen Augenblick warten wollen, dann hole ich sie. Lassen Sie ihn nicht weg. Es ist mein Geld. Ich muss es wieder haben. Tja, sogar wenn das wahr wäre, so einfach geht das nicht, mein Junge. Wie kannst du beweisen, dass es dein Geld ist? Steht vielleicht dein Name drauf? Oder hast du dir die Nummern gemerkt? Oder war eine Ecke abgerissen oder sonst was? Nein, ich weiß nicht. Also, ich erkläre Ihnen, das Geld gehört wirklich mir. Ich werde doch nicht kleine Kinder ausrauben. Halt, halt! Ich habe mir im Zug das Geld mit einer Stecknadel ins Jackett gesteckt. Und deshalb müssen Nadelstiche in den 3 Scheinen zu sehen sein. Ach, alles Unsinn! Der Junge hat recht. In den Scheinen sind tatsächlich Nadelstiche. Und hier? Hier ist die Nadel dazu. Frechheit! Halt, halt, halt! Da drehte der Dieb sich blitzschnell um, stieß die Jungen links und rechts zur Seite, rannte durch den Raum und riss die Tür auf. Aber er war noch kaum auf der Straße, da waren die Jungen schon bei ihm. Sie hielten ihn an den Beinen, sie hingen an seinen Armen, sie zerrten an seinem Jackett. Er ruderte wie verrückt, aber die Jungen ließen nicht locker. Da kam auch schon ein Schupo daher. Und der Bankvorsteher forderte ihn ernst auf, den Mann, der sowohl Grundeis wie auch Müller hieße, festzunehmen. Und dann marschierten sie alle zusammen zur Polizeiwache. Dort erzählte der Dieb, er hieße Herbert Kießling. Und die Jungen mussten nun wirklich laut lachen. Weil er aber keine Papiere hatte und auch nicht angeben wollte, wo er zuletzt gewohnt habe, wurde er mit der grünen Minne abgeholt und aufs Polizeipräsidium gebracht. Dort gestand er, dass er dem Jungen in der Eisenbahn das Geld gestohlen habe. Und Emil durfte sich die 140 Mark abholen. Emil verabschiedete sich fürs Erste von all seinen treuen Freunden und Helfern und lud sie ein, am nächsten Tag in die Schumannstraße zu kommen. Der Kriminalkommissar klopfte ihm anerkennend auf die Schulter und nannte ihn einen tüchtigen Detektiv. Er ging sogar noch mit ihm Kaffee trinken und ließ sich alles genau erzählen. Dann durfte Emil mit einer Taxe in die Schumannstraße fahren. Na, du verflixte Halunke, komm rein. Oh, du verflixte Halunke. Hast du die Pinke? Klar. Hier, Großmutter, da ist das Geld. Und Mutter lässt herzlich grüßen. Ich danke dir schön, mein gutes Kind. Ach, wie bin ich froh, dass du da bist. Pony hat mir nur gesagt, dass du hinter dem Geld herrennst. Nein, so ein Junge. Du musst erst mal alles erzählen. Und Kaffee trinken wollen wir. Und Apfelkuchen essen, da haben wir extra für dich gebacken. Mmh. Was ist denn nun schon wieder los? Ich mach auf. Wohnt hier der Schüler Emil Fischbein? Jawohl, er ist hier. Ein Moment, Herr Major. Ich bin Emil Tischbein. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Na, mein Junge, da kannst du dir aber wirklich gratulieren. Wer hat Geburtstag? Keiner hat Geburtstag. Aber die Sache ist die, der Dieb, den du heute hast festnehmen lassen, ist ein seit 4 Wochen gesuchter Bankräuber, der eine große Menge Geld gestohlen hat. Unser Erkennungsdienst hat ihn überführt. Er hat auch schon ihr Geständnis abgelegt. Ach, du kriegst die Motten. Nein, sowas, nein, sowas. Ja. Ja, die Bank hat vor 14 Tagen eine Prämie ausgesetzt, die der erhalten soll, der den Kerl erwischt. Und weil du, Emil, den Mann eingefangen hast, kriegst du die Prämie. Und der Kriminalkommissar lässt dich grüßen und freut sich, dass auf diese Weise deine Tüchtigkeit belohnt wird. Aber er lässt dich noch fragen, warum du denn nicht gleich in Berlin der Polizei den Diebstahl gemeldet hättest. Also schön, weil ich in Neustadt dem Denkmal von Großherzog Karl eine rote Nase und ein Schnurrbart angemalt habe.
Und da war der Wachtmeister Teschke hinter mir her. Er hat mich aber nicht erwischt. Bitte, Sie können mich ja verhaften. Aber Emil, wir werden doch nicht einen unserer besten Detektive in Gefängnis sperren. Nein, wirklich? Und das viele Geld darf ich behalten? Natürlich. Es gehört dir. Hier, das ganze Bündel. 10 mal 100. Macht 1000 Mark. Ei, Potzenhauts 13. Nein, sowas. Nein, sowas. Da bedanke ich mich aber sehr. Also wunderbar habt ihr das gemacht, ihr Jungs. Die Kerls haben glänzend funktioniert. Wirklich wahr. Es war direkt ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten. Naja, du bist ja auch nicht gerade aus Pfefferkuchen, ne? So, hier ist dein Geld. Und nun pass besser auf. Vielen, vielen Dank, Herr Wachtmeister. Es ist doch kaum zu glauben. Es ist doch kaum zu glauben. Da laden wir die anderen Jungs zum Kaffee ein, zum Kaffee. Ja, das auch. Aber vor allem, eigentlich könnte doch nun, was denkt ihr, Mutter auch nach Berlin kommen? Recht hast du, mein Junge. Wir werden ihr ein Telegramm schicken. Wir werden ihr ein Telegramm schicken. Als die Mutter in Berlin ankam, stand Emil schon auf dem Bahnsteig. Er hatte ihr zu Ehren den guten Anzug an. Sie fielen sich in die Arme und Frau Tischbein putzte sich vor Rührung die Nase. Am Abend vorher hatte sie schon in der Zeitung gelesen, was geschehen war. Könnt ihr euch denken, wie einer Mutter zumute sein muss, wenn sie das Bild ihres Jungen in der Zeitung sieht und eine Riesenüberschrift dazu? Ein kleiner Junge als Detektiv! 6 Berliner Kinder auf der Verbrecherjagd. Und dann folgte ein ausführlich spannender Bericht über Emils Erlebnisse vom Bahnhof in Neustadt bis ins Berliner Polizeipräsidium. Da war sie ganz blass geworden und die Hände hatten ihr gezittert. Und in der Nacht hatte sie kein Auge zugetan vor Aufregung. Und nun stand da ihr Junge, völlig heil und vergnügt. Ja, da rollten ihr eben ein paar Tränen aus den Augen. Auf dem Heimweg musste Emil die ganze Geschichte haarklein noch einmal erzählen. Er war ganz übermütig und hätte am liebsten auf der Stelle für die Mutter eine elektrische Haartrockenanlage gekauft und einen Wintermantel innen mit Pelz gefüttert. Frau Tischbein fand, ein neuer guter Anzug für Emil sei nötiger. Ach, nein, dafür war nun gar nicht. Dann schon eher einen Fußball oder einen Fotoapparat. Nun, vorläufig lag das Geld wohlverwahrt bei der Großmutter im Kleiderschrank. Als die beiden die Treppe hinaufkamen, hörten sie schon ein lautes Durcheinander hinter der Wohnungstür. Da waren nämlich inzwischen die 6 jungen Detektive eingetroffen und Pony Hüttchen schenkte Schokolade ein und reichte den Kuchen herum. Auf dem Sofa saß die Großmutter und strickte. Und wenn Gustav, um etwas zu sagen, ein paar Mal hupte, so laut, dass Großmutters Blumentöpfe klapperten, dann lachte sie nur und schien 10 Jahre jünger. So, ihr Kadetten, das ist Emils Mutter. Und nun sind wir ja alle beieinander. Nun will ich mal eine Rede halten. Also, bildet euch bloß nicht ein. Ich lobe euch nicht. Die anderen haben euch ja schon ganz verrückt gemacht, in der Zeitung und so. Da mach ich nicht mit. Nee, da mach ich nicht mit. Sagt mal, was kann man nur eigentlich aus der Geschichte lernen? Dass man immer eine Hupe bei sich haben soll. Die hat uns doch gute Dienste geleistet, nicht? Und was meinst du, Krumbi? Dass man keinen Menschen trauen soll. Und dass man nicht einschlafen darf, wenn man einen wichtigen Auftrag hat. Und ich hab gelernt, dass man Kinder eben doch nicht allein verreisen lassen soll. Quatsch! Alles verkehrt, alles verkehrt. Man sollte Geld immer nur per Postanweisung schicken. Der Professor hat jedenfalls die beste Antwort gegeben. Aber das ist es alles noch nicht. Was meinst du denn, Großmutter? Einer sitzt unter euch, der wäre auch gern auf 10 Spitzen hinter dem Dieb her geschlichen. Aber er blieb zu Hause. Er hat gewusst, was seine Pflicht war. Und er hat sie getan, obwohl sie ihm ja nicht gefiel. Und er hat gewacht, als ihr alle längst eingeschlafen wart. Das war großartig, verstanden? Das war großartig. Und nun wollen wir alle aufstehen und rufen, der kleine Dienstag, er lebe hoch. Der kleine
Dankeschön, aber das ist übertrieben. Ihr hättet das auch getan, klar. Ein richtiger Junge tut, was er soll, basta. Das ist ja alles ganz richtig, Dude, aber ihr Josen seid manchmal hart verpackt, alle Wetter. Meine bescheidene Meinung von der Sache ist die, ohne Emil wäre die ganze wunderbare Geschichte nicht passiert. Darum lasst uns nochmal unseren alten Detektivruf anstimmen. Parole, Emil! Parole!